Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit diesem schönen, ja, halbwegs Winter Wonderland. Die Sonne scheint heute mal. Da liegt mein Enduro und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt noch 5 Fails habe und die nicht aufnehme, fange ich jetzt einfach mal das Aufnehmen an und ich zeige es euch direkt. Also Real Talk, warum ist denn das alles so beschissen gemacht? Ey, die alte Enduro hat das alles ausgehalten und hier einmal kippt man nach hinten, bricht hier alles weg. Es bricht alles auseinander. Also wie witzlos ist denn das bitte? Das finde ich schon echt sehr, sehr billig gemacht. Jetzt muss ich das irgendwie wieder zusammenfuschen. Und dann mache ich hier das Heck rein, also das normale Heck mit einem Rücklicht, weil dann hält es auch wieder. Weil das ist ja... Also das ist wirklich ein Witz. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch fast ab. Ja, dann schwitzt der ganze Dreck hoch. Also wirklich, die Alten haben sich immer gebogen und das hier ist halt so gemacht. Da biegt sich nichts mehr, Leute. Das ist rundes und so. Das biegt sich einfach nur hoch. Ich bin einmal bei Wheelies nach hingekippt. Ich wollte jetzt ein Video machen, wie man mit mir Profi Wheelies lernt. Halt so mit Stiefeln und so, wisst ihr? So was man halt so braucht beim Endurofahren. Beziehungsweise ich wollte es noch ein bisschen mehr üben. Und ich habe es einmal gemacht, habe die Bremse nicht gekriegt. Und dann ist der Scheißding komplett weggebrochen. So was, das ist doch voll behindert, Mann. Das ist echt beschissen. Das ist nagelneu und jetzt bricht das Ding hier weg. Das kann man auf jeden Fall reinstecken, weil es war ja gerade schon wieder drin. Mal kurz hier abstellen, den Hobel. So sieht er jetzt aus. Geil. Oh Mann, beim alten hat sich das ein paar Mal hochgebogen. Es gab nie Probleme. Und das hier ist jetzt direkt weggebrochen. Einfach direkt weggebrochen. Beide Halter weg, alles weg. Oh Mann. Oh Mann. Ich könnte wirklich kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Das schöne Moped. Also klar, man sieht es nicht und ich mache es auch wieder so, dass man es nicht sieht, weil wenn ich da unten ein paar Kabelbinder reinmache, sieht man die nicht. Und dann schraube ich hier das normale Heck oben drüber, das ist ja dann hier befestigt und vorne. Und dann sieht man das klar nicht mehr, aber schön ist trotzdem was anderes. Schön ist auf jeden Fall was anderes. Ich hätte gern, dass das hier noch hier drunter geht, weil dann würde es wenigstens wieder ein bisschen halten. Und ich würde es zu 100% nicht verlieren. Aber da kriege ich es, glaube ich, so nicht drunter. Oh, ja, aber genug Rumgeheule an der Stelle. Wir fahren jetzt ein bisschen, wir machen ein bisschen Wheelies. Genau das, was wir eigentlich wollen hier an diesem schönen sonnigen Tag. Heute echt mal wieder schön. Ja, los geht's, Jungs. Also, was ich sagen muss, ich habe das ja in letzter Zeit schon öfters geübt und ich glaube, ich habe es auch im letzten Video schon mal gesehen. Ich habe die Bremse wirklich immer bekommen, also wirklich fast immer, aber vorhin, nee. Und es bricht einfach mal das Heck weg. Ich habe es nur knacksen können, dachte mir so, nee, oder? Ja, aber was willst du machen, ist halt so. So schlimm ist es auch wieder nicht. Früher oder später wird es eh noch ranziger. So, jetzt erstmal erster Versuch. Ich habe halt jetzt gerade ein bisschen Schiss nach dem Fail, dass ich die Bremse nicht krieg. Obwohl ich die eigentlich sonst immer bekommen habe. Ich muss auch mal testen, habe ich jetzt auch. Ups. Da habe ich übrigens auch Stämme, wo ich drüber springen kann. Und zwar hier bin ich mal umgewendet. Hier umwenden, also eigentlich andersrum. Und dann ist da unten ein Stamm. Ein schöner. Dann kann man da schön drüber hüpfen. Mal Heck noch dran. Ja. Aber jetzt noch ein bisschen Schiss, dass ich das echt verliere. Oder das ist das in einem Rad? Na, jetzt weg, das wäre noch geiler. Dass der Chor noch so richtig kaputt macht. Alter, Junge, Junge, Junge. Ja, aber eben, für was das ganz geil ist, diese Wenden, um jetzt mal ein bisschen was Sinnvolles zu sagen, ist auf jeden Fall, wenn man mal auf die Stelle wenden muss, ist es so eigentlich, wenn man es raus hat, schon cooler, als wie wenn man es so macht. So, so und dann steht man da so und muss da rumkommen. Sondern entweder man gibt schnell Gas, macht dann den hier, oder eben, man kann den hier machen. Der war auch noch nicht so perfekt, es war noch nicht so perfekte Wende. Ich bin schon wieder komplett aus der Puste. So, also nochmal. Ja, das ist jetzt wieder mehr Wheelie. Ich bin gerade echt ein bisschen auf der sicheren Nummer, weil ich Angst habe vom Heck.
Ich habe auch überlegt, ob ich es dann trotzdem einfach ablasse für die Übungen. Aber wahrscheinlich mache ich mir dann die noch kaputt. Nee, wir lassen es einfach so. Ey, ich kann mich echt so darüber aufregen. Also ihr könnt mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da so ein bisschen Erfahrung damit habt. Aber die 18er Plastics, die hätten sich da glaube ich einfach nur weggebogen. Das Heck hätte sich komplett hochgebogen, nichts. Aber dadurch, dass das nur noch mit zwei Schrauben festgemacht ist, hält das eigentlich gar nichts mehr aus. Fast gegen den Baum. Und wo sowas eben auch ganz hilfreich ist, ist an Hängen. Also wir haben hier, ich habe hier nicht den geilsten Hang, nur so ein bisschen, aber ich denke, es reicht, um es euch zu zeigen. So, und zwar beispielsweise jetzt, machen wir mal ein bisschen weiter oben. Alles schön glatt mit dem Schnee hier. Er steht jetzt so an dem Hang. So schräg, er steht so schräg zum Hang. Kommt hier nicht hoch. Kommt aber jetzt zum Beispiel, hier geht dann so ein Weg weiter hoch. Das heißt, ihr müsst so rum. Das ist an dem Hang echt schwierig. Es ist echt schwierig, aber auf dem Hinterrad geht es eigentlich einfach. Aber wenn ihr jetzt hier, ihr braucht eigentlich nicht mal eine Bremse, wenn ihr jetzt hier, ja, perfektes Beispiel. Irgendwie so rumziehen können, kommt ihr jetzt halt so wieder hoch. Auf die andere Seite kann ich es logischerweise auch besser. Aber wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier wieder ein Stück weiter, muss jetzt aber wieder hier rum. Das ist echt easy. Solange man Grip hat. Na, da kommt man wirklich easy rum. Also das ist echt ganz cool. Und dafür will ich es auch so ein bisschen üben. Also kurz verschnaufen. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal und wir gehen dann nochmal nachher in meinen anderen Wald. Da ist mehr Laub, da ist es rutschiger, aber das ist auch ein bisschen steiler. Da kann man das noch einmal üben und ich zeige euch noch so einen coolen Sprung, den ich gefunden habe, so einen doppelten Sprung. Irgendwie mag ich in letzter Zeit so kleine Sprünge ganz gerne, obwohl ich sonst immer der war, der sich da komplett anstellt. Aber beim Motocross-Strecke würde ich mich wahrscheinlich immer noch anstellen. So, jetzt wieder hier rum. Ja, so halbwegs. Mal Bein nach rechts, habe ich immer noch das Problem, dass mein Moped auch nach rechts kippt und dass ich das ausbalancieren muss. Bein nach links ist das kein Problem. So, so stehe ich, so will ich hoch. Wenn ich jetzt so rumfahren würde, würde ich wahrscheinlich hier irgendwo ankommen. Deswegen einfach Moped nehmen. Und dann so hoch. So Leute, wir sind beim Sprung. Und zwar kann man hier fahren, wie man schon sieht. Dann ist da ein kleiner Sprung. Ich hoffe, man kennt es auf der GoPro. Und da oben ist ein größerer. Und da muss man auch richtig, da muss man auch Gas geben, weil da oben dann nochmal so ein Loch ist. War gestern schon schwierig, weil es gestern saunass war. Heute ist es auch noch schneebedeckt. Aber wir probieren jetzt einfach mal, dafür sind wir ja da. So, und zwar jetzt so, zweiter Gang und dann hier einmal nicht gerade hoch und dann muss man nach dem ersten Sprung, muss man nochmal so richtig beschleunigen und dann gar hoch. Ist echt, also es macht echt Spaß irgendwie, finde ich. Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Ast. Erster Gang. Und dann geht's auch schon wieder runter. Der war echt nice. Der war richtig, richtig schön. Da hoch. Ich habe ja auch noch ein, zwei Stück, die sind aber relativ langweilig. Wir machen jetzt mal weiter mit den Wheelies. Weil hier vorne habe ich mehr Platz. Also nochmal kurz zum Verständnis. Ich versuche auch immer die normalen Wheelies, damit ich ein bisschen mehr die Bremse raus habe. Am Hang machen wir dann jetzt auch gleich nochmal. Aber hier ist ein bisschen schönerer Platz. Hier sind wir auch, hier habe ich schon einmal geübt, da ist auch das andere Video entstanden. Da hat man einfach ein bisschen mehr Platz und kann es ein bisschen schöner machen. So. Ist halt bloß rutschiger, aber ist eigentlich nicht das Problem. Jetzt habe ich einmal die Bremse gehabt kurz. Stiefel ist es nämlich echt noch sehr ungewohnt für mich. Das habe ich auch noch nicht erwähnt, weil ich ja sonst wirklich eigentlich nur mit Schuhen fahre. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache beim Enduro-Fahren sehr, sehr viel mit Kupplung und Gas nur. Sehr viel weniger mit Bremse. Bei der Sumo, da mache ich viel mit Bremse. Aber hier versuche ich dieses
Nicht-Gefühl, das man hat, also dieses Komische, versuche ich auszugleichen mit Gas und Kupplung. So Leute, ich überlege gerade, aber wenn man es beispielsweise wieder macht, ich stehe so hier komme ich nicht hoch, einfach auch weil es zu glatt ist, aber hier ist es nicht ganz so steil, ich würde hier hochkommen, deswegen heißt es, ich muss wieder drehen. Das ist ein bisschen speziell bei dem Boden, aber eigentlich schön aufs Heck setzen, dann kommt man da wirklich schön direkt rum. Also und übrigens, was mir gerade einfällt, dieser Dude, der geschrieben hat, warum hat so ein Typen 300er? Also ich weiß nicht, ich übe halt einfach gerade nur Sachen. Und ich fand es auch geil, dass einige von euch, das wollte ich jetzt noch erzählen, dass einige von euch reingeschrieben haben, ja, der will doch eh nur machen, was noch Spaß macht. Und genau so ist es auch, also mir ist es scheißegal, der das da reinschreibt. Mir macht Spaß und ich denke, so schlecht fahre ich jetzt auch nicht. Ich übe einfach so Sachen, weil sowas mache ich nie. Deswegen übe ich es ja. Ups. Und ja, weiter geht's. Und übrigens, was ich auch mal noch sagen wollte, wenn ihr an einem Hang steht, so wie ich jetzt gerade, steht so da, habt keine Bremse, dann immer Kupplung schleifen lassen. Eure Kupplung ist dann eure Bremse. Und dann auch nochmal ein anderer Tipp, wenn ihr losfahren wollt an einem Hang und ihr denkt jetzt so, komm ich nicht mehr hoch und ihr schiebt. Also passt auf, schieben ist so, guckt euch das Hinterrad an. So, ja, siehst du, wie ich Gas hier geben muss, wenn ich drauf sitze. Seht ihr das, was Gewicht ausmacht? Was Gewicht ausmacht, das ist nämlich oftmals ein Fehler, den man am Anfang noch sieht. Die Leute schieben, wollen den Hang hochkommen. Nein, setzt euch wieder drauf. Setzt euch schön aufs Heck, drückt es richtig rein. Und dann... So, der war schön. Und jetzt am liebsten noch da hoch. Am liebsten gerade hoch. Und wisst ihr, was eigentlich das Geilste ist, was ihr bestimmt auch richtig feiert? Was ich richtig gut kann? Ich kann mittlerweile Hänge richtig gut schön hochfahren, mit Gas stehen lassen. Das ist ja auch das, was man machen soll bei richtig schwierigen Hängen. Das feiere ich auch richtig, muss ich sagen. Wir könnten jetzt einfach mal, ja hier ist noch einfach, wir könnten hier einfach mal gerade hoch, wo meine Spur schon ist, nochmal hochballern. Schön mit Gas stehen lassen. Hört sich auch immer richtig geil an. Zwar hier, zweiter Gang rein. Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Ja Leute, das soll es eigentlich schon wieder von mir gewesen sein. Wir gehen jetzt noch in die Werkstatt, reparieren das Heck mal wieder. Machen wir wieder ganz, weil so kann man das echt nicht lassen. Das ist für den Arsch, ich kann das nicht mal mehr anfassen. Also bis gleich in der Werkstatt. So Leute, Heck ist wieder dran. Das sind jetzt ein paar Kabelbinder drin hier, also bisher einer. Ich mache dazu gleich noch viel mehr rein, dass es hier schön voll ist und wieder ein bisschen mehr Stabilität hat. Und die auch nicht abreißen, weil den hier habe ich ganz schön auf Spannung gemacht. Und ja, dann sollte das hoffentlich wieder funktionieren. Hier ist halt das wieder drin. Ich war mir nämlich anfangs schon unschlüssig und wollte den eigentlich schon fast wieder reinmachen. Aber ich dachte, ach komm, nee, mache ich nicht. Ja, aber jetzt habe ich natürlich das Glück gehabt, dass das dann jetzt weggebrochen ist. Ja, ziemlich beschissen, aber man sieht es nachher nicht mehr, weil hier, das ist unter der Sitzbank, ist dann weg. Man sieht dann nur noch hier den Riss unten drin, aber den auch kaum noch. Vielleicht mache ich da noch irgendwas drüber. Ich habe auch schon überlegt, man kann da auch so, wie so Metallstäbe, wenn ich die heiß mache, mache die da rein und klebe die sozusagen da rein, hält das auch wieder ganz geil. Ja, also alles nicht so schlimm, die Teile, die halten auch, weil die haben hier so komische Nasen drin. Die halten bisher, ist auch alles drin und... Ja, war trotzdem ein cooles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. Ciao.